Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie wieder mal mit einer Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Freitag, also zum Wochenausklang am 7. Oktober 2011. Die Hoffnung auf eine Bankenstützung oder eine umfassende Garantie scheint die Märkte weiter zu elektrisieren und mit Hoffnung zu erfüllen. Das macht auch kurzfristig durchaus Sinn und es bietet sich damit eine Chance, die man tatsächlich auch nutzen kann oder sollte. Denn die Banken sind ein großes Problemfeld gewesen, wichtiger eigentlich noch als Griechenland. Und letztlich dürfte es auch bei den ganzen Diskussionen in Bezug auf Griechenland vor allem darum gegangen sein, den Bankensektor und die Kapitalmärkte generell vor einem Kollaps zu bewahren. Wenn man also die Medizin genau in die offene Wunde gibt, dann ergibt sich eine wesentlich griffigere Heilungschance. Weiterhin sind natürlich nicht alle Probleme gelöst. Dazu gehören natürlich die hohen Staatsschulden, die weiterhin bestehen, mögliche Sparmaßnahmen als Reaktion darauf und daraus folgende Bremswirkungen vor die Konjunktur in Europa, aber auch in den USA. Außerdem auch, selbst wenn die Banken gestützt werden, aufgefangen werden, sind wohl keine großen Luftsprünge zu erwarten, was die Kreditvergabe angeht. Also auch von der Seite dürfte es hier in näherer Zeit eher ein wenig holprig auch werden. Aber zunächst mal ergibt sich doch ein wichtiger Entlastungseffekt, wenn diese Schritte tatsächlich umgesetzt werden und den Tönen, die da so herumgeistern, eben auch konkrete Taten und Maßnahmen folgen. Vielleicht noch ein anderer Aspekt: Wenn sich die Märkte über eine Bankenrettung freuen, sollte man vielleicht auch ein wenig im Hinterkopf behalten, dass dies letztlich auch auf Verstaatlichungen oder auf Teilverstaatlichungen hinauslaufen dürfte und mitunter wohl auch auf deutliche Verwässerungseffekte für die Altaktionäre. Das Augenmaß erfordert also vielleicht auch diesen Aspekt nicht ganz auszublenden und nicht jeden springenden Kurs von Bankenaktien auch gleich als die finale Gewinnmöglichkeit zu sehen. Aber ich meine schon, dass man in ausgewählten Positionen doch etwas machen kann, zum Beispiel Deutsche Bank oder auch Allianz. Hier sollte man zunächst eigentlich recht gut fahren. Ich hatte das gestern auch schon angedeutet im Ticker, und wer die Online-Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs liest oder gestern zumindest gelesen hat, der hat die Kaufstrategie ja wahrscheinlich auch schon gesehen oder sehen können. Übrigens, der Versicherungsriese, also Allianz, hat das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigt. Demnach soll der operative Gewinn in diesem Jahr über 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro auslaufen. Also jedenfalls ging es stramm aufwärts an den Aktienmärkten. Gestern die wichtigeren Aktienindizes hier in der Eurozone waren samt und sonders ausgeprägt im Plus. Der DAX schaffte 3,15% gestern und war damit noch nicht mal der beste Einzelindex in dieser Betrachtung. Besser lief es noch zum Beispiel in Mailand mit plus 3,55% und auch London, da schien börsentechnisch die Sonne mit plus 3,71%. Ja, wenn wir nochmal zurück auf Deutschland kommen, nicht nur der DAX war freundlich, sondern auch die zweite und dritte Reihe. Der MDAX beispielsweise konnte sogar mit 4,12% deutlich stärker zulegen als der DAX. Der TecDAX war mit 3,36% im Plus und der SDAX nicht ganz so dynamisch wie der DAX, aber immerhin noch mit 2,37% gestern im Plus. Ebenfalls freundlich, aber wie das ja eigentlich recht typisch ist, nicht ganz so dynamisch lief es an der Wall Street. Plus 1,83% waren es beim marktbreiten S&P 500 Index. Der Nasdaq Index lag nochmal minimal darüber in der Performance. Also insgesamt ein recht freundlicher Börsentag gestern. Hilfe für die Banken wird es übrigens wohl nicht nur von staatlicher Seite geben, sondern auch von Seiten der EZB. Angekündigt wurde nämlich ein Kaufprogramm für Covered Bonds. Volumen 40 Milliarden Euro Laufzeit oder wahrscheinlich der Zeitraum für diese Maßnahmen November dieses Jahr bis Oktober nächstes Jahr. Für manche Bank dürfte das die Refinanzierungsmöglichkeit zumindest teilweise etwas erleichtern, wenngleich das Volumen jetzt für diesen Zeitraum nicht sehr üppig ist angesichts des Marktvolumens von ungefähr 2000 Milliarden. Aber solche Maßnahmen zielen ja auch oder sollten zumindest nicht darauf abzielen, einen Markt komplett zu übernehmen, sondern sollten eher ein Kickstart sein. Und wenn das gelänge, also hier mit einer solchen Maßnahme wieder auch privates Kapital zurück ins Spiel hineinzuholen, dann wäre das auch schon ein wichtiger Punkt Gewinn. Also außerdem ist die EZB auch bereit, als Kreditgeber aktiv zu sein. Liquidität sollte also für die meisten größeren europäischen Banken nicht das wesentliche Problem in den kommenden Monaten sein. Bei den Solvenzproblemen oder bei möglichen Solvenzproblemen dürften dann möglicherweise die jeweiligen Staaten oder auch der EFSF als Stützungsfonds ins Spiel kommen, vielleicht sogar auch der Markt, wenn man es schafft, wieder Vertrauen zu induzieren. Letztlich benötigt es ohnehin das private Kapital, um einen irgendwie gearteten Normalzustand wieder zu finden. Noch ein kleiner Seitenblick auf die Niederlande.
Dort wurde nämlich ebenfalls grünes Licht gegeben für den Rettungsschirm EFSF. Die Niederländer sind damit das 15. Land, in dem das Parlament dem Fonds mit einem Volumen von bis zu 440 Milliarden Euro den parlamentarischen Segen erteilt. Die Entscheidung steht noch aus bei zwei Ländern, nämlich Malta und Slowakei. Noch ein Unternehmensschlag, die deutsche Lufthansa. Nach einem Zeitungsbericht könnte es eine Verringerung bei der Luftverkehrssteuer geben. Die Aktie gehörte heute Morgen zu den stärkeren Einzelwerten im DAX. Vielleicht schauen Sie aber auch ergänzend in die aktuelle Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs hinein, wo wir ebenfalls auf deutsche Lufthansa ein wenig schauen. Die Bewertung der Aktie ist grotesk niedrig, auch wenn derzeit eine klare Wachstumsstory fehlt und die zyklische Anfälligkeit natürlich hoch ist. Damit sind wir beim Terminkalender. Für heute ist zum Beispiel noch angesetzt 12 Uhr Deutschland, Produktion im produzierenden Gewerbe August. Dann ganz wichtig aus den USA am Nachmittag unserer Zeit der Arbeitsmarktbericht, 14.30 Uhr unserer Zeit US-Arbeitslosenquote September, die Beschäftigten ex-Agrar September, Stundenlöhne und Wochenstunden September. Etwas später dann 16 Uhr unserer Zeit ebenfalls USA Lagerbestände und Umsätze im Großhandel August und dann am Abend unserer Zeit 21 Uhr Verbraucherkredite August in Bezug auf die USA. Ja, abschließend. Der deutsche Aktienmarkt hat kurzfristig eine recht gute Chance auf eine Erholung. Natürlich nicht geradlinig. Natürlich kann es auch zwischendurch mal ein bisschen schwächere Tage geben. Aber unter dem Strich halte ich schon für die kommenden zwei Wochen Kurse oberhalb von 6.000 Punkten für durchaus denkbar. Insofern zwar nicht alles Pulver verschießen, aber gleichwohl sich bietende Chancen nutzen. Wir haben im jüngsten Frankfurter Börsenbrief bereits die Liquiditätsquote leicht abgesenkt und die Gewichtung von Deutschland etwas erhöht. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf die neue Ausgabe des Stammtisches im Bernecker TV. Bitte unbedingt reinschauen auf der Website www.bernecker.info. Und das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein richtig gutes Wochenende. Ihr Walter Thissen.